NoFap ist ein Biohack für Männlichkeit. Dank NoFap bist du dazu gezwungen, auf kurz oder lang in die Top 20% der Männerwelt einzutreten. Du bist dazu gezwungen, an dir zu arbeiten, dich zu verbessern. Du bist dazu gezwungen, deinen eigenen Wert aufzubauen, die Red Pill früher oder später zu verstehen, das Ganze zu akzeptieren und anzuwenden und dann besser zu werden. NoFap zwingt dich dazu, die Sachen, die du in der Vergangenheit mit dem Handanlegen und den Schmutzfilm kompensiert hast, erstmal ans Tageslicht zu holen, das Ganze aufzuarbeiten und dann hinter dir zu lassen. Viele nutzen das als Kompensationsmechanismus gegen Stress, wenn irgendwelche Sachen passieren, die sie überfordern oder noch viel mehr, weil sie nicht die Kontakte zu Frauen haben, die sie eigentlich wollen, weil sie sich einsam fühlen, weil sie sich nicht trauen, weil sie keinen Bock auf Ablehnung haben, weil sie nicht gelernt haben, mit Ablehnung umzugehen. Das sind alles so Mechanismen, die die Leute oder die Männer besser gesagt häufig wieder dazu bringen, den NoFap-Streak ja, zu brechen oder generell nicht auf NoFap zu gehen. Und wenn du auf NoFap bist und dann längere Zeit auch durchziehst, dann wird es dich dazu zwingen, besser zu werden. Es wird dich dazu zwingen, zu erkennen, okay, ich sollte an meinem Körper arbeiten, ich muss mich besser ernähren, ich muss zum Training gehen. Es ist einfach wichtig, weil Aussehen eine Rolle spielt und weil Aussehen auch für dich selbst wichtig ist und auch durch NoFap natürlich du so viel Energie hast, die du irgendwie auch rauslassen musst. Dann genauso die anderen Punkte. Es ist auch wichtig, sich weiterzubilden, seine Finanzen weiter aufzubauen, Kontakte zu knüpfen und so weiter. NoFap wird dich auf kurz oder lang dazu zwingen, zur besten Version von dir selbst zu werden. Ja, und es wird dich auch dazu zwingen, an dir selbst zu arbeiten und eben nicht mehr diese faulen Kompromisse einzugehen und dich die ganze Zeit mit deiner Hand vorzupflanzen, sondern entweder du bist auf einem langen Retention Streak und nutzt die Zeit sinnvoll, arbeitest produktiv an dir selbst, erhöhst deinen eigenen Wert und schaffst gleichzeitig noch neue Optionen. Das sind die zwei wichtigsten Sachen, auf die wir Männer uns konzentrieren sollten. Oder du wirst halt einfach erstmal auf längere Sicht, wenn du das nicht machst, wirst du erstmal auf längere Sicht in ein Loch fallen, was immer weitere Abwärtsspiralen mit sich zieht, wenn du dann es nicht einsiehst, dass das eigentlich die Punkte sind, weswegen die meisten rückfällig werden. Ja, natürlich gibt es auch noch andere Sachen. Es gibt auch noch Kindheitstraumata und so weiter, was auch Leute damit versuchen zu verdrängen, was auch bloß damit schlimmer gemacht wird. Dennoch bin ich der Meinung, dass das die Hauptgründe sind, warum die Leute nicht mit NoFap erfolgreich sind. Und NoFap zwingt dich dazu, das zu erkennen, aufzuarbeiten und besser zu werden. NoFap hat auf jeden Fall eine Menge Potenzial und es gibt so eine Version von dir, die ist nicht auf NoFap und es gibt eine Version von dir, die ist auf NoFap. Und die Version, die auf NoFap ist, hat deutlich mehr Testosteron, deutlich mehr Energie, deutlich mehr Fokus, deutlich mehr Drive, mehr Selbstbewusstsein. Es fällt dir viel leichter zu flirten, auf Frauen zuzugehen und was zu machen, weil du musst. Und die Version, die nicht auf NoFap ist, das ist quasi die leergewichste Version, die einfach keine Energie mehr hat, motivationslos ist, antriebslos ist, die kein Feuer mehr in sich trägt und die auch nicht unbedingt Bock hat, jetzt neue Optionen zu generieren und auf Frauen zuzugehen, weil warum sollst du? Du signalisierst ja immer, dass du gerade so viele Frauen hast, obwohl es nicht so ist. Das heißt, du crashst auch damit deinen Selbstwert. Das sind die zwei Optionen, zwischen denen du entscheiden kannst. Wenn du auf NoFap gehst, wirst du dazu gezwungen werden, an deiner Männlichkeit zu arbeiten. Entweder du arbeitest an dir und schaffst es eben, dich dann normal auszuleben, oder du bleibst halt erstmal längere Zeit auf Retention, was auch vollkommen legitim ist, und nutzt diese Energie einfach für andere Bereiche und arbeitest gleichzeitig daran, deinen Wert aufzubauen und neue Optionen zu generieren. Das sind die zwei Möglichkeiten, mit denen du auf NoFap auf jeden Fall auf lange Sicht dann konfrontiert wirst. Und das ist definitiv eine Sache, meiner Meinung nach, die wir Männer heute dringend nötig haben in dieser Welt, wo wir sowieso vom Außen immer mehr in diesen Beta-Frame reingedrückt werden. Wir werden immer mehr betaisiert, es wird immer mehr rumgesimmt und es geht nicht mehr um wahre Männlichkeit, es wird nur noch alles verzerrt dargestellt und jeder, der in irgendeiner Art und Weise noch richtige Männlichkeit nach außen trägt, so wie mich zum Beispiel, der wird natürlich dann durch die Medien versucht klein zu halten. Aber das Gute ist, die wahren Männer unter uns erkennen natürlich auch, was die Wahrheit ist und erkennen auch, wer es gut meint und welche Intentionen hinter den Aussagen stecken. Und genau deswegen mache ich natürlich genauso auch weiter auf diesem Kanal, solange mir das noch möglich ist. Und deswegen solltet ihr mich auf jeden Fall auch abonnieren. Falls ihr mein Buch noch nicht gekauft habt, dann schaut mal unten in die Beschreibung rein. Dort findet ihr vom Beta zum Alpha und könnt mein Buch erwerben. Ansonsten danke ich euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Könnt mir gerne mal eure Meinung dazu dalassen, wie ihr das seht. Es gibt eine Version von euch, die nicht auf NoFap ist. Es gibt eine Version von euch, die auf NoFap ist. Was ist für euch der Unterschied? Das würde mich interessieren. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao.